36.400 Dollar. Das ist unser Wochenergebnis im Rohstoff- und Futurehandel nach COT-Daten in Kalenderwoche 32. Vor 4 Wochen waren wir noch in einem Drawdown in Höhe von 42.000 Dollar. Letzten Wochen konnten wir sehr gute Ergebnisse erwirtschaften. Auch diese Woche, ja, diese Woche war eine super Woche. Das ist das zweitbeste Woche in unserer Trading-Karriere bzw. die beste Woche im Trading-Jahr 2020. Damit haben wir ein neues Equity-Hoch erreicht in Höhe von 583.000 Dollar und stehen kurz bevor 600.000 Dollar Marke zu überschreiten. Drawdown ist so sicher wie das Amen in der Kirche, das sage ich immer, und dazu habe ich auch ein Webinar gemacht, wo ich das Thema aufgeschlüsselt habe und gesagt habe, dass jeder, der Trading betreibt, wird mehrere Drawdowns in seiner Karriere durchlaufen. Das ist unser 5. Drawdown, welches wir erfolgreich gemeistert haben. Drawdown zu haben ist nichts Schönes, gehört aber dazu. Man muss es lernen, damit umzugehen. Je früher, desto besser. Deswegen empfehle ich euch, das Webinar anzuschauen. Dieses Webinar findet ihr bei uns auf YouTube unter der Playlist Weiterbildung. Wichtig in einem Drawdown auch zu verstehen, ob man das Vertrauen in das eigene Trading-Ansatz hat, weil wenn man eine funktionierende Trading-Strategie hat mit einem positiven Erwartungswert, dann ist Drawdown nichts Schlimmes. Man wird aus diesem Drawdown rauskommen. Wenn natürlich man eine Trading-Strategie verfolgt, die einen negativen Erwartungswert hat, die ganz einfach nicht funktioniert, dann ist das kein Drawdown, sondern Kapitalvernichtung. Bevor man sich für einen Trading-Ansatz entscheidet, muss man sicherstellen, dass es genug Beweise gibt, dass dieser Trading-Ansatz funktioniert. Es gibt nichts Schlimmeres, als Zeit und Geld zu verlieren, wenn man einen nicht funktionierenden Trading-Ansatz verfolgt. Das Thema soll aber nicht das zentrale Thema von diesem Video sein. In diesem Video möchten wir die Handelsergebnisse im Einzelnen besprechen und schauen, welche Trades nun uns diese super Woche oder super Wochenergebnis gebracht haben. Wir wechseln zum PowerPoint und wie immer beginnen wir mit der Besprechung des Portfolios, mit welchen wir Kalenderwoche 31 beendet bzw. in die Kalenderwoche 32 gestartet sind. Bei uns im Portfolio hatten wir nur eine einzige Position. Wir waren 15 Kontrakte long in Kakao und bereits zu diesem Zeitpunkt sehr gut im Plus. Kakao-Wochenchart. Wir suchen unsere Kauf- und Verkaufssignale auf dem Wochenchart. Dazu werten wir Daten wie COT-Daten, wie Sentiment, wie seasonelle Trend und alle weiteren Daten aus. Und so leiten wir unsere Kauf- und Verkaufssignale ab. Wir sehen auf dem Wochenchart, dass wir ein Kaufsignal im Kakao bekommen haben. Wir gehen auf den Tageschart, um zu schauen, wie wir diesen Trade oder diesen Signal umgesetzt haben. Wir haben den Trendwechsel abgewartet, unser Einstiegspattern ist entstanden. Wir sind in den Markt reingekommen mit 15 Kontrakten. Auf der Teilstrecke, und zwar am Montag, haben wir Teilgewinne realisiert und zum Ende der Woche müssten wir den Kontrakt rollen, weil der Kontrakt auslief und wir müssten auf den Dezember-Kontrakt rollen. Dadurch ist uns auch ein Rollgewinn entstanden. In der Summe haben wir 36.400 Dollar Gewinn realisiert. Wie man sieht, der Wochengewinn entstand allein aus diesem einzelnen Trade im Kakao. So, hier sieht man den Dezember-Kontrakt. Im Dezember-Kontrakt haben wir erneut Positionen aufgemacht, dieses Mal mit 5 Kontrakten, weil zur Erinnerung, wir haben auch Teilgewinne realisiert und hatten eine Restposition nur von 5 Kontrakten. Wir sind hier im Markt, die Position ist noch offen. Next Trade Story Bins, das ist ein neuer Trade, welcher diese Woche dazu gekommen ist. Wir sehen, wir haben hier ein Verkaufssignal bekommen, sind dann auf den Tageschart gegangen, haben das richtige Timing abgewartet und wurden am Freitag getriggert. Wir sind mit 9 Kontrakten Short in diesem Markt und aktuell im Plus. Selben Trade haben wir auch bei Soybeans Meal gemacht. Zwar Soybeans Meal hat kein Verkaufssignal, doch die korrelieren sehr stark, beziehungsweise dieser Markt korreliert sehr stark mit Soja. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, auch diesen Markt Short zu handeln. Auf dem Tageschart sieht man, dass wir auch am Freitag getriggert wurden. Wir sind hier mit 8 Kontrakten Short im Markt und die Position ist noch offen. So, und wie immer, zuletzt besprechen wir CB-Index. Wir sehen, CB-Index steigt nach wie vor. Der Trend nach oben ist stark und deswegen werden wir uns auch nächste Woche mehr auf die Long-Seite fokussieren. Wir haben zurzeit zwar ein paar Short-Trades laufen, dennoch werden wir auf das richtige Long-Short-Verhältnis achten.
So, die Woche schließen wir mit einem fast vollen Portfolio. Wir sind im Kakao mit 5 Kontrakten Long, wir sind in Soya Mel mit 8 Kontrakten Short und wir sind in Soya Beans mit 9 Kontrakten Short. Alle Positionen befinden sich im Plus. Das war's von uns für diese Woche. Insgesamt war eine sehr interessante Woche. Wir konnten einen guten Trade im Kakao machen und damit unser Drawdown hinter uns lassen. Wie ich bereits gesagt habe, das war unser 5. Drawdown. Das heißt, wir werden noch erfahrener, noch robuster. Unsere Strategie funktioniert in verschiedensten Phasen. Das haben wir mehrfach schon bewiesen. Und darum nach wie vor werden wir durch diese Gewinne uns nicht irritieren lassen, sondern werden auf dem Boden bleiben und werden einfach unsere Strategie umsetzen und uns weiterhin zu unserem Ziel von 1 Million vorarbeiten. In diesem Sinne, ich wünsche allen viele gute Trades nächste Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Handelsergebnissen.